Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Maxplain Seven Kingdoms Ancient Adversaries. In der heutigen Folge dreht sich alles um die höheren Wesen oder für ich nenne sie immer Götter, weil es kürzer ist, der verschiedenen Völker. Also jedes Volk hat den Zugriff, kann man sagen, auf ein höheres Wesen. Wie kommt man überhaupt dazu, so ein höheres Wesen anzurufen? Erster Schritt, man muss ein Frighten Lair, also ein Frighten Hive Lair, wie nennt man es im Deutsch, also eine Brutstätte zerstören. Ne, muss man nicht zerstören, sondern den König. Also auch Frightens haben, das kommt dann in der Frighten-Folge nochmal ein bisschen genauer, die haben auch so eine normale Leute halt, dann haben die Ordos, heißen die, das sind Generäle, die lassen Schatz fallen und dann haben sie, jetzt komme ich auf den Namen nicht, zumindest haben die so einen König, Mensch, wie heißt denn der jetzt? Hulk. Ordos sind die Generäle und. Gut, vergesst, also es gibt dann auch so einen König, wenn man den killt, dann lässt er eine, neben einem Schatz eine Schriftrolle fallen des Volkes der Einheit, die ihn gekillt hat. Also wenn ein Wikinger den König von jetzt der Doink hier besiegt, dann wird eine Wikingerrolle fallen gelassen, wenn das ein Ägypter ist, eine Ägypterrolle und so weiter und so fort. Und die muss dann eines des Volkes auch aufnehmen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn dann die Ägypterrolle auf dem Boden liegt und ein Perser rüberläuft. Es muss schon einer dieses Volkes sein, um die auch aufnehmen zu können. Dann hat man den Zugriff, dann, wie nennt sich das, diesen Seat of Power, den Sitz der Macht zu bauen. Das ist dann für die Chinesen sieht das so aus, also einfach nur ein großes Gebäude. Und da muss man dann einen General reintun mit möglichst hoher Führungskraft und Dorfbewohner, nur Dorfbewohner, weil dann den Beruf, den die da ausüben, kann man nicht in einem Dorf lernen, also keine Forschung, keine Herstellung, sondern das ist dann Anbetung. Das fangen die immer mit 10 an und da kann man dann halt wie in jedem anderen Wirtschaftsgebäude auch bis zu 8 Leute reinsetzen, die dann den Gott anbeten und dann, wenn die das eine Weile gemacht haben, kann man den dann rufen. Genau, zeige ich auch gleich nochmal in einem vorbereiteten Safe Game, aber wir gehen vielleicht erstmal kurz die einzelnen Götter durch, Greater Beings hier. Da haben wir hier Ying Nung von den Chinesen, der ist im Endeffekt der Drache, der einfach rumfliegt und Feuerbälle schleudern kann auf Gegner, also relativ straightforward, man beschwört ihn, man schickt ihn rum, er greift Gegner an. Den Phönix der Griechen, der hat die Fähigkeit, sehr weit zu sehen und auch reinzugucken in Gebäude und so weiter. Also man kann dann, ohne dass man einen Spion drin hat, alles sehen. Von den Persern, den Lord der Heilung, den finde ich auch sehr gut. Der kann beschworen werden und dann in einem wirklich relativ großen Gebiet die Leute heilen. Ich weiß nicht, wie viel genau, aber ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man jetzt mit menschlichen Einheiten Kriege führt. Dann haben wir von den Normannen den Drachen, der greift ähnlich wie Ying Nung, der im Endeffekt auch nur ein Drache ist, an, aber der hat einen riesigen AOE und zündet alles an. Also der Ying Nung macht jetzt, glaube ich, 3 Feuerbälle, gucken wir uns dann gleich an nochmal, relativ konzentriert, während der Drache macht so einen riesigen AOE. Die Japaner haben diesen Mind Turner, also den Gedankenverdreher, der hat die Möglichkeit, die Moral oder die Loyalität von Gegnern zu reduzieren. Enemy Soldiers, Workers und Peasants ist die Frage. Das können wir dann gleich mal ausprobieren, ob das auch auf neutrale Dörfer geht. Das können wir dann gleich mal ausprobieren. Dann wäre das sehr gut. Ansonsten finde ich das eher mäßig. Kukul Khan ist der von den Maya. Da gibt es direkt ein Szenario auch, wo man den direkt hat. Der macht die Soldaten stärker. Wobei man, ne, da komme ich auch, sage ich gleich mal, da muss man aufpassen, dass man die Soldaten nicht zu stark macht, wenn die jetzt einen relativ schlechten oder einen nicht sehr führungsstarken General haben, dann geht die Loyalität von starken Soldaten runter. Die wollen halt auch eine starke Führungsperson haben. Das ist so die Idee dahinter. Thor ist von den Wikingern. Der kann Tornados und Blitze herbeirufen, macht also auch quasi indirekt Angriff. Hat den Vorteil, dass man das auch auf Leute machen kann, mit denen man im Frieden ist oder sowas. Das zählt nicht als kriegerische Handlung. Isis ist von den Ägyptern, das ist auch eine sehr gute Fähigkeit, die kann die Population erhöhen. Also wenn man jetzt entweder auf Populationssieg geht oder gibt es auch ein Szenario direkt dafür oder allgemein seine Wirtschaftsleistung und so weiter erhöhen will, kann man die Population erhöhen.
Das ist die Frage, das können wir gleich mal ausprobieren, ob das nur bei Ägyptern gilt. Dann dieser Supername Unkulunkulu ist von den Zulus und was kann der? Der kann das Leadership von Zulu-Generalen erhöhen. Ja, geht so. Und den Genie, den habe ich noch nicht ganz verstanden, ist von den Muguls. Strikes the heart of those who dare to oppose you against the king. Also, this fear will cause enemy fear to harbor. Klingt ähnlich wie eigentlich der Mindturner, ne? Dass man die Loyalität runterdrückt. Aber das kann man dann gleich mal ausprobieren, ob das identisch ist oder auch nicht. Also, wie ich schon angekündigt, habe ich hier mein super Vorbereitungsspiel, wo ich die Belagerungswaffen habe. Habe ich hier auch von allen Völkern den Seeds of Power. Und kann er die Götter hervorrufen. Fangen wir einfach mal an mit dem Drachen hier. Also allgemein, wenn ich jetzt Trigger auf hervorrufen, dann werden die beschworen und die verlieren nach und nach Leben, beziehungsweise die beten dagegen an, aber an sich verlieren die Leben. Jetzt fliegst du mal irgendwo hin. Interessiert uns mal unser Ruf nicht. Naja, während er hinfliegt, verliert er schon Leben. Und wenn er jetzt angreift, kostet ihn das auch ange. Genau, und jetzt greift er drei Feuerbälle und greift er halt an. Bin ich mal gespannt, geht unser Ruf da auch runter? Ja, okay, das zählt als kriegerische Handlung. Wenn ich jetzt ihn hier habe und erstmal nicht weiter angreifen will, und noch das ein bisschen sichern will, dann kann ich auch auf das X drücken, dann ist das hier gespart. Das zählt für alle Götter sozusagen. So, und der Drache, den machen wir jetzt auch nochmal. Der ist halt auch so ein lustiges Fliegevieh. Also die schweben alle. Sieht ganz cool aus. Und wenn wir jetzt sehen, der macht einfach Bäm. Ja, also wenn der jetzt den angreift, Bäm. Also der ist eher AOE-mäßig unterwegs, ne? Und die können sich nicht wehren, wenn sie keinen Fernkampfangriff haben. Weil die ja fliegen. Na, wenn die jetzt angreifen würden, das ist jetzt die Frage. Irgendwo mal Perser. Das interessiert mich jetzt mal selber, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das immer nur eingebildet habe. Hier haben wir Perser. Ob die sich generell wehren können oder halt generell nicht wehren können gegen die höheren Wesen oder ob das damit zusammenhängt, ob sie Fernkampfangriffe können. Sie können sich generell nicht wehren. Doch, können sie. Und dann kriegt er auch Schaden, ne? Und würde halt schneller kaputt gehen. Gut, also nur Fernkampfleute können die Götter angreifen. Jetzt Kukulkan, das müsste ich mal direkt vorbereiten, dieses Negativbeispiel. Mit General haben mit nur 20 Führungskraft. Ja, los, geh mal ein bisschen schneller hier. Nur 20 Führungskraft und jetzt gleich die Leute verstärken. Ja, da muss man einfach hier reingehen, ne? Und dann beschwört man den. Und das hat auch ein AOE. Also man könnte jetzt mehrere Festungen errichten und dann alle irgendwie treffen. Jetzt kostet es 100 und die sind alle stärker. Nachteil ist erstens, sie kriegen nicht mehr Leben. Und man sieht schon, die Loyalität wird gleich noch weiter runtergehen, wenn ich das jetzt nochmal mache und hier ihn jetzt zurückschicke. Dann sind die relativ stark, mit 85 schon. Und die Loyalität geht aber runter. Also, der hat nämlich noch 20 Führung. Wenn wir jetzt noch kurz warten und den dann nochmal rufen, würden wir das noch mehr sehen. Jetzt den Phönix, also wie gesagt, der kann einfach nur gucken. Da weiß nicht, da gibt es, ich habe jetzt keinen Gegner, wo man gucken könnte, deswegen ist ein bisschen witzig. Aber ihr seht, der Nachteil ist, sie haben trotzdem noch das Leben von Anfang an und es dauert auch ewig, bis sie das Leben regenerieren. Also Kukulkan nicht ganz so gut und hier, also es gibt nichts, wo ich reingucken kann. Ich habe keinen Gegner. Ist auf Karten mit Fog of War natürlich besser, wobei man dann erstmal auch da rankommen muss. Kann man es jetzt nochmal anwenden? Ja, komm. Ja, ihr seht, die Loyalität geht jetzt auf 25. Machen das dann nachher gleich nochmal. So, der Genie. Kannst du mal bitte hier eine Festung errichten? Und du vielleicht schon mal prophylaktisch hier dann auch. Warten wir kurz, bis die Festung gebaut ist. Festungen. Dann gucken wir gleich nochmal Kugel-K nochmal. Mal kurz. So, wir müssen hier fertig sein, genau. Und zack. Und die verschwinden dann auch von alleine jetzt, wenn der jetzt kein Leben mehr hat. Zack.
Ist er weg. Und ihr seht, die Loyalität geht jetzt schon auf 18 runter. Also starke Leute, schwache Führung, passt nicht gut zusammen. So, Genie, jetzt gucken wir mal, was du machen kannst. Hat er irgendwie die Leute in Furcht geschlagen oder irgendwas? Hier treten uns irgendwelche Leute bei, weil unser Ruf so gut ist. Okay, das geht also nur gegen gegnerische Leute, also nicht gegen neutrale Einheiten. Das haben wir jetzt gelernt. Macht wahrscheinlich sonst dasselbe wie der Mindturner. Also, jetzt können wir mal den Lord of Healing ausprobieren. Ne, wenn die Leute hier sind und kein Leben haben, von den Persern macht man zack. Und die müssten, oder geht das nur auf Perser? Der hat 64. Okay, halt alle. Und die 20 ist okay, also ne? Besser als nichts. Geht die Loyalität jetzt hoch? Nein, das liegt wirklich an der Führungskraft, nicht an dem Leben. Der konnte die Führungskraft von Generälen erhöhen. Das interessiert mich mal. Hat das ein AOE? Und wie viel? Also er hat jetzt 20 Führung. Alles geht nur auf einen. Und 5 um 30. Also man könnte da einzelne Leute direkt auf 100er Führung bringen damit. Das also ist schon okay. Kann man machen. So, und Verstandswandler. Das interessiert mich jetzt. Ob das jetzt hier mit dem Widerstand ist, wie ich denke, dass das mit dem Widerstand ist, den zu senken. Vielleicht senkt er den Widerstand, der andere macht die Loyalität runter. Oh ja, das ist dann sogar ganz praktisch, ehrlich gesagt, weil das kostet dann kein Geld, da macht man das ein paar Mal. Und dann ist der Widerstand weg und da hat man ein neues Dorf. Also das sehe ich gar nicht so schlecht jetzt mehr. Ja, Thor, wie gesagt, kann Wirbelsturm machen und wie gesagt, das zählt nicht als militärische Handlung. Also er kann hier einen Blitz einschlagen lassen. Also ein Gewitter herbeirufen, okay, das ist relativ sinnlos. Aber er kann ja auch einen Wirbelsturm machen. Und das ist keine militärische Handlung. Ihr seht, also der Ruf von mir geht jetzt nicht runter. Wirbelstürme sind nämlich auch einfach Natureffekte, wie das Gewitter auch. Das kann auch so einfach passieren wie das Erdbeben oder so. Also damit kann man Gegner angreifen, ohne eine militärische Handlung zu verursachen. Und jetzt noch zuletzt Isis. Da ist die Frage, ob das nur auf Ägypter geht. Die macht ja mehr Leute. Fünf Leute. Gilt das auch auf andere? Ja, okay, das geht auf jede. Und das sind immer fünf. Ja, das ist kein Prozentsatz. Ja, genau. Immer fünf Leute. Aus dem Nichts sozusagen. Geht auch auf andere Völker. Das ist gut zu wissen. Ja, vielleicht jetzt als Fazit. Vielleicht können wir hier nochmal. Genau, das können wir auch nochmal machen. Oh, weil ich das mitgewirkt habe, sind die Leute hier auch stärker. Und das geht aber nur auf. Das können wir gleich mal ausprobieren. Das geht nur auf. Jetzt auch eine Kampfkraft, ist ja geil. Ja, und jetzt geht die, Re weil der schon Kampf 100 hat und die Führung auf 30, die würden dann jetzt demnächst rebellieren. Lustig. Und also hier sieht man nochmal, das ist der Sitz der Macht mit einem General drin und die Profession ist halt hier Beter, ne? Beten. Und die geht auch von 10 bis 100, wie alles Mögliche, was man so hat. Ja, anbeten sozusagen. Gut. Ja, das nervt es ein bisschen. Machen wir vielleicht mal auf Stopp. Fazit. Welche Götter finde ich besonders gut? Welches finde ich mäßig und welche finde ich total schwach? Vielleicht gehen wir die mal alle durch. Also die beiden hier, die beiden angreifen können, finde ich okay. Ist nur sinnvoll, wenn auch eine große Betkraft dahinter ist. Wenn der erst über die halbe Karte fliegen muss und davon schon alles sein Leben verliert, dabei ist es relativ sinnfrei, dasselbe beim Drachen, wobei da habe ich jetzt gesehen, der macht ja sogar kaum Schaden, der macht einfach nur großen Feuer. Also der Drache ist relativ schwach, Ying Jung ist okay, Kukul Khan ist, wie gesagt, relativ fragwürdig. Also den kann man, wenn man mit menschlichen Leuten Krieg führen will, kann man ihn einsetzen, aber mäßig, ne? Nicht übertreiben wegen Loyalitätsproblemen. Den Phönix maximal sinnvoll in einem Spiel mit Fog of War, mit Nebel des Krieges.
kann höchstens sogar Spione erkennen im eigenen Reich, das wäre vielleicht das einzig Sinnvolle. Aber ja, also wenn man Frightens dauert ja eine Weile, ehe man das kriegt. Man muss erstmal eine Armee haben, die so einen Frighten leer kaputt machen kann, dann muss man diesen Sitz der Macht hinsetzen und dann müssen die Leute auch noch das anbeten. Also ehe man den hat, hat man die halbe Karte eh schon erkundet. Deswegen weiß ich nicht. Genie habe ich jetzt nicht rausgefunden, wie der funktioniert. Der funktioniert wahrscheinlich nur bei also richtig bei gegnerischen Einheiten auf die Loyalität, nicht auf den Widerstand. Hier haben wir den Lord der Heilung, der macht relativ wenig Heilung, aber auf einem großen AOE. Also wie gesagt, wenn man mit menschlichen Einheiten angreift, kann man das nutzen. Hat eine gewisse Synergie mit Kukulkan, hat man jetzt, ne, rausgefunden, weil der erhöht die Kampfkraft, aber nicht das maximale Leben. Das geht dann immer runter. Damit kann man die dann heilen und dann direkt in den Krieg schicken zum Beispiel. Da hat man dann auch das Loyalitätsproblem nicht, weil die wahrscheinlich dann eh draufgehen. Nun Unkulunkulu ist okay, wenn man jetzt führungsstarke Leute braucht. Warum könnte man die brauchen, wenn man halt mit auch wieder mit menschlichen Einheiten Krieg führen will, nicht mit Belagerungswaffen, kann man damit relativ schnell Generäle hochziehen, die dann relativ schnell wiederum Soldaten hochziehen. Jetzt, also zur Bewertung mäßig bis gar nicht nützlich, müsste ich noch rausfinden. Ziemlich nützlich, also finde ich einen der besseren. Das ist so mäßig nützlich. Jetzt erstaunlich nützlich fand ich jetzt den Mindturner, den habe ich früher als Kind nie verstanden, aber der ist wirklich sehr nützlich, um relativ schnell neue Dörfer zu erhalten. Und neue Dörfer bedeutet mehr Geld, mehr Soldaten, mehr alles. Auch nützlich, mäßig bis sehr nützlich ist Thor mit seinen Wirbelstürmen, eben weil man damit auch diplomatische Begrenzung umgehen kann. Und was ich sehr nützlich finde, auch ist die Isis, die halt die Population erhöht. Das dauert zwar eine Weile, aber man kann halt relativ, also man kann zur, sag ich mal, natürlichen Vermehrung hier noch weiterhelfen. Ja, aber vielleicht als allgemeines Fazit zu Göttern. Die sind im Allgemeinen alle grundsätzlich vom Prinzip her, sagen wir mal, vom Konzept her eher nur mäßig nützlich, weil sie so einen hohen Anforderungen haben, ehe man sie überhaupt erschaffen kann. Also wie gesagt, Frighten besiegen, Sitz der Macht bauen, ewig rumbeten, bis sie mal irgendwann auch gut sind im Beten sozusagen und dann kann man die dann einsetzen und auch nutzen. Also entweder hat man sie in einem Szenario direkt gegeben, das ist cool, da kann man die mal nutzen, aber ansonsten, ja, muss man schon relativ hohe militärische Präsenz haben, um die überhaupt zu bekommen. Also hängt natürlich wieder davon ab, was für Fridens es sind. Es gibt starke Fridens, es gibt schwache Fridens. Wenn man schwache Fridens hat, dann kann man die relativ schnell bekommen, starke Fridens dementsprechend nicht. Aber ich sag mal, den Nutzen, den man jetzt von so einer einzelnen Anwendung kriegt, für den Aufwand, den man betreibt, um sie überhaupt erstmal herbeschwören zu können, ist nicht so gut, finde ich, das Verhältnis. Es ist eher so eine nette Dreingabe. Ich mache das natürlich immer, wenn ich in einem Spiel Fridens besiege, dann baue ich natürlich auch den Sitz der Macht und versuche das auch mal einzusetzen. Aber wie gesagt, eher so als netter Zusatz, als jetzt eine wirkliche Strategie. Also es gibt es, ich hab mal eine Strategie gelesen, dass die man relativ schnell auf Tor geht oder so, aber es gibt jetzt keine Strategie, die nur darauf aufbaut, jetzt schnell den Gott zu kriegen und damit das Spiel zu gewinnen. Also die unterstützen einen, gewinnen aber einen nicht das Spiel. Okay, dann würde ich sagen, war's das zum Thema Götter/höhere Wesen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Klarheit gebracht, weil ich, wo ich jünger war, habe nie verstanden, wie die Hälfte, über der Hälfte der Götter überhaupt funktioniert, weil ich auch kein Englisch konnte. Vielleicht lag es auch daran. Gut, wenn ihr noch Hinweise habt, was jetzt gerade den Genie angeht, ob das wirklich so ist, dass er Loyalität von gegnerischen Einheiten senkt, dann lasst es mich wissen. Nächste Woche geht es dann um das Thema Spionage. Da muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten, weil das ist ein ganz schön umfangreiches Thema, wo ich gar nicht weiß, ob ich da alles abfrühstücken kann, was da möglich ist. Gut, dann wie gewohnt an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, ein Like da lassen, Kommentar, Abonnement, alles, ne, was man so macht auf YouTube, ne? Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.